Gut geschlafen? Unsere Tochter mag dich wirklich sehr. Sie hätte dich gerne als großen Bruder. Oh, freu dich nicht zu früh. Mach noch keine Freudensprünge. Wenn du Teil dieser Familie sein willst, musst du essen wie diese Familie. Das riecht gut, nicht wahr? Iss das alles auf und werde einer von uns. Dann nehme ich dir die Dinge ab und du kannst spielen gehen. Aber du musst alles aufessen. Wow, das sieht köstlich aus. Wirklich, sieht lecker aus. Oh, gut. Ich komme später wieder, um nach dir zu sehen. Warte, gibt's nichts anderes? Nein, du brauchst gar nichts anderes. Jetzt ist dein verdammtes Essen! Ich muss etwas unternehmen. Was war das für ein Lärm? Sie darf nicht sehen, dass ich aus dem Bett war. Hey, Moment mal. Naja, alles scheint an seinem Platz zu sein. Komm schon, iss auf. Ich habe das nur für dich gemacht. Keine Sorge, ich bin sehr bald wieder da.
Verdammt, verdammt! Bist du das wieder, Lucas? Ich sag's dir immer, Junge, nicht so laut. Riecht das nicht einfach himmlisch? Ich hab's extra für dich gemacht. Hä? War jemand hier drin? Oh, irgendwas stimmt nicht. Oh, nur meine Einbildung. Ich hab mir gedacht, du würdest nicht essen, also habe ich dir was anderes gebracht. Zur Hölle sind diese Leute? Ah, Hausgemachtes vom Feinsten. Nein. Ah, ich werd hier noch verrückt. Ich muss zurück. Macht das keinen Spaß, verdammt! Hä? Hey, Moment mal! Das Gemälde war nicht ohne Grund in der Ecke dort. Du bist ein böser Junge, Clancy! Warst du aus dem Bett, du kleines Stück Scheiße? Wie bist du losgekommen? Nein, nein, mach ich nicht! Lüg mich nicht an! Ich merke, wenn jemand einfach Dinge anfasst, die er nicht anfassen soll! Nein, ich war's nicht! Das war Lucas! Er war gerade vor einer Minute hier! Lucas? Oh, Lucas, ich dachte, ich hätte dem Jungen gesagt, dass er dich noch nicht haben darf. Ich muss hier raus, bevor sie mich umbringt.
Schnell, schnell! Denk nach! Lass dich das Messer schmecken!